Mehr als 200 afrikanische Flüchtlinge haben den Grenzzaun der spanischen Exklave Melilla in Nordafrika gestürmt. Etwa 100 Menschen sei es gelungen, die Grenze zu überqueren, so das Innenministerium in Madrid. Die übrigen seien in ein Aufnahmelager gebracht worden. Tausende Afrikaner reisen jedes Jahr illegal nach Marokko und versuchen von dort nach Melilla oder Ceuta, den beiden Exklaven Spaniens in Nordafrika, zu gelangen. Ihr eigentliches Ziel ist jedoch europäisches Festland.